Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shin Megami Tensei 5. Wir haben letztes Mal 190 Mimans erreicht und ein bisschen hier die Gegend erkundet. Und wir müssten mal eben kurz hier abholen. Ah, ein paar Sutras. Die wollte ich auf jeden Fall haben. Und danach glaube ich noch Glorienkristalle. Nee, Soma. Wir haben nur noch zweimal was zum Abholen. Für große Glorienkristalle. Damit kann ich auf jeden Fall meine Fähigkeiten boosten und nochmal Hauchs, womit ich mich selber nochmal ein bisschen boosten kann. Und das klingt doch sehr, sehr gut. So, ich kann hier mal gucken. Die Sutras kann ich eigentlich direkt verwenden. So, und unser Hauptziel heute ist, dass wir Zeus endlich mal verprügeln. Be careful. Ja, den sollten wir eigentlich platt kriegen. Ich wusste jetzt nicht, gegen was der schwach ist. Ich habe auf jeden Fall Elektro-Gegner rausgenommen. Weil Zeus ist ja so ein griechischer Gott der Blitze. What's all that racket? You're Tsukuyomi's mongrel. Come to try your hand at deicide? I've had enough nasty surprises. I looked for the human with my knowledge, and you know what I found? The demons already killed them. Now I'm stuck wasting time until another human with my knowledge comes down the proverbial pipe. But a few centuries is nothing to me. I can afford to wait until my next human partner is born. At the very least, I've more than enough time to play with you. So let's have some fun! Zeus, darf ich dich daran erinnern, dass Tokio davor steht, seine Vernichtung zu erleben und dann keine Menschen mehr existieren? Ich meine ja nur. 72, den kann ich platt machen. Jetzt ist nur die Frage, gegen was er schwach ist. Wind. Ja, dann bist du hier schon mal fehl am Platz. Dann nehme ich erstmal See. Let's go. Und Kurama Tengu sollte eigentlich auch ganz stark hierfür sein. Das Problem ist, er ist unterlevelt. Habe ich sonst irgendwen, der stark mit Luft ist? Nee, Kurama, du musst ran. So, du machst Schale der Hygia. Wir sind so dumm, der hat gegen genau meine Fähigkeit eine Abschirmung. Ich kann nur Cannabis schön machen. So, ich mach mal Glatzbonbon. Dann sind alle schon mal ein stärker. Das war ein interessanter Tritt. Ich kann allerhöchstens den wilden Wirbelhieb machen. Ich heb mir das Omega-Toki auf, dann kann ich den Kampf hinterher ein bisschen boosten von den Punkten her. Guck mal, den mache ich auch extrem Schaden. Apropos Schaden, ich habe ja keinen bekommen, also lasse ich Tau mal stehen. Perfekt. Ah, ich kann ja, wenn ich mal in den Angriff gehe, durchbohrend haben. Ach so, das überschreibt sich. Wow. Da brauche ich ja nicht mal das Roma. Also die Schale. Ich habe echt zu stark gegrindet. Jetzt sind die Bosse zu einfach. Und trotzdem ist wahrscheinlich der Endboss noch mal 10 Level höher als die anderen. Ich kann mir das echt gut vorstellen. So, einfach damit wir alle geboostet sind. Heilung kostet ja eh nichts. Wenn er kurz vom Tod ist, dann mache ich einfach Omagatoki Glück. Das heißt, du kannst ja gar nichts. Ich hoffe, in meinem Team wirst du besser.
Weißt du, der hat so krasse Klingen an seinem Arm und der tritt dann einfach nur zu. Was soll das eigentlich? Kommt man sich ja richtig veralbert vor. Na komm. Mittlerweile mache ich auch richtig viel Schaden. Ich mache das noch einmal. Dann sind alle durchgehend geboostet. Ich habe einen Kind dazwischen gehabt. Das hat jetzt da oben rechts aber keinen Unterschied wirklich gemacht. Hey, der Zeus kann ja nix. Was, glaube ich, nicht gewusst, dass ich Elektrizität reflektiere. Ich bin einfach perfekt gegen den gewappnet. Mal den Cannabis-Schirm. So, ihr beide geht noch weiter in den Angriff. Und wenn er kurz vorm Tod ist, dann lasse ich ihn in eine Runde leben und hau mit den restlichen drauf. So, eine Einzelheilung reicht. Ich würde ja gern Schändung des Landes bei dem machen. Aber das hätte keinen Effekt. Ich denke mal zwei Runden noch und dann ist er tot. Bitte mach doch deine Ult. Bilanz des Wahnsinns. Ah, das kann alle möglichen Effekte auslösen. Ja, soll ich dir was zeigen? Am Hinterschauer. Komisch, auf einmal sind alle geheilt. Einfach einen Bossbomben. Ey, das ist halt wirklich gefühlt Mobbing gegenüber dem Boss. So, Licht des Gesetzes, damit mein Booster nicht weggeht. Wofür habe ich mir einen durchbohrenden Aura gerade gegeben? Urakumo! So, mit den letzten beiden greife ich jetzt ganz normal an. Kann ich gleich Glück verwenden. Weil der ist jetzt gleich tot. Dein Ernst? Er kann mich halt nicht töten, ne? Ich bin gegen den immun. Gegen seine Hauptfähigkeiten. Der ist ein Witz für mich. Und das war's mit dem Boss. Ich habe mich jetzt aus dem Bild gepackt, damit ihr die folgende Filmsequenz besser seht. Ja, du wirst deinen Menschen nicht treffen. You're a feisty one. If I'd found my Nahubino form, we would have seen some real fireworks. Fine. Let no man call Zeus ungracious. Danke. Grüße der Gnade. But I'll be expecting you to take the throne with it. And to make me look damn silly if someone... Ah, okay, der ist nicht gestorben. Dann ging es zu dem anderen. We're almost to the finish. The Imperium, otherwise known as the Throne of God, rests. These pillars are known as austerity, benevolence. Ja, Gnade und Strenge habe ich, glaube ich, schon, ne? Well, it is true that a new ruler must be prepared to act for the sake of his as an absolute being. One must never forget. Hm? Oh, you're making that weird face again. Ach, Mann. So, kann ich ihn jetzt fusionieren, den göttlichen Heini? Das wüsste ich gern, weil Zeus wäre schon nett fürs Team. Da müssen wir noch eine Nebenquest machen. Hier die ganzen Mimans müssen wir einsammeln, die vier. Plus den hier. Die Nebenquest müssen wir abgeben. Ja, das müsste doch eigentlich easy zu managen sogar sein.
Ich nehme jetzt einfach die Drachenlinienreise. Wir holen uns jetzt dann hier die ganzen Mimans. Ich gehe hier hin. Dann kriegen wir langsam wenigstens auch mal alle Mimans von der Liste. Also so langsam, aber sicher kriegen wir dieses Spiel fertig. Ich konnte es nicht nur, ich habe ihn wirklich vernichtet. Ach, keine Ursache. Dafür kriege ich 3 Grimoires. Naja, und wenigstens einiges an Erfahrung. Nein, sie sind nicht verschwunden. Hier stehen noch 2. Hier steht eine Saraswati. Okay. Was möchtest du haben? Du willst einen Amrita-Schauer. Ja, gönn dir, Mädel. Den krieg ich billig im Laden. Danke für die extra Erfahrung. Hier gönnen wir uns jetzt easy peasy eben kurz den Miman und die Kiste. Eine Atropos-Essenz. Wer war denn Atropos? Ich weiß, den hatte ich mal. Aber ich habe ihn nicht behalten. Ach, die war das. Ja, Leute. Das ist jetzt noch nicht die Abmod übrigens. Also, wir haben nicht mehr so viel vor uns. Wir haben noch die Nebenquesten vor uns. Hier, das werde ich offscreen einsammeln, die ganzen Kisten. Und die eine Glorie. Ihr wisst ja, worin ich die investiere. Hier müsste ich einmal nochmal runterspringen. Das mache ich gleich. Wir sammeln jetzt hier die Mimans ein. Dann die Nebenquest eventuell. Ich denke mal, das werden maximal nur noch so 3, eventuell 4 Folgen. Ich überlege jetzt gerade nur, wie ich da hochkomme. So, hier müsste ein Mimann sein. Ja, da sitzt er ja schon und kauert. Ich will auf jeden Fall die Mimans, die hier oben sind, jetzt noch alle einsammeln. Kann sein, dass die Folge dadurch ein bisschen länger wird. Der will 3 Ambrosien und dann schließt er mich in sich mir an. Ja, komm, nimm. Hatte sogar drauf gehofft, dass es so eine Quest ist. Weil da muss ich weniger rumrennen. Ja, komm einfach rein ins Team. So, jetzt sammeln wir die ganzen Mimans ab. Hier sollte der erste warten. Der wartet offenbar unter der Brücke. Den hole ich dann als letztes. Holen wir erstmal aus der Richtung alle. Da ist nochmal eine Nebenquest, an die ich easy peasy rankomme. Was möchtest du? Ja, dich kenne ich schon aus dem ersten Gebiet. Okay. Wer will 10 Drachenschuppen? Habe ich die? Ach so, dafür muss ich einfach nur Fafniere töten. Ja, guck mal, da wäre auch sogar einer. Aber ich lasse die in Ruhe, das mache ich offscreen. Beziehungsweise mache ich, wenn die Nebenquest-Folge kommt. So, hier vorne wartet ein Miman. Ich sehe den sogar schon. Mega auffällig, der Dude. Ich hätte, glaube ich, echt Zeus zuerst machen sollen. So, jetzt wartet hier rechts von uns noch einer. Und ich glaube, am Ende hiervon ist noch eine Kiste. Ja, die holen wir uns auch eben schnell. Könige Map Essenz und für das andere muss ich da hoch. So, hier soll der gammeln. Da ist er ja.
Guck mal, wir kommen bei den letzten Niemands an. Soll doch genau an dieser Stelle hier sein. Ich guck mal. Hier kann man zwischen. Also komme ich auch nicht an den dran. Ich hole den offscreen, Leute. Und mache einen Screenshot. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich habe den Niemand jetzt nicht geholt. Den hole ich offscreen. Ich sage an dieser Stelle ciao. Tschüss.